Einen wunderschönen guten Tag zusammen, liebe CSGO-Freunde, und herzlich willkommen zu einer historischen Folge CSGO HNL. Heute spielen wir den Fnatic Headshot Controller. Wer in Computerspielen die Nase vorn haben will, braucht eine Top-Ausstattung. Jetzt ein bisschen mehr Matze. Der Fnatic Headshot Controller genau das Richtige. Das Set besteht aus einer ultrapräzisen Gamer-Maus und einem Highspeed-Pad. Zusammen ein unschlagbares Team. Die Maus ist super ergonomisch und lässt sich an jede Handform anpassen. Das sorgt auch in langen Gamer-Sessions für ermüdungsfreies Spielen. 6 Maus-Buttons und ein 5-Wege-Steuerrad sorgen dafür, dass Sie Ihre Spielfigur auch in heißen Gefechten im Griff haben. Die Plasma-Glide-Mausfüße sorgen zusammen mit dem Highspeed-Pad für minimale Haft- und Gleitreibung, für schnelles, präzises Alter. Zielen im Spiel. Das leichte Kabel kommt Ihnen dabei garantiert nicht in die Quere. Dafür sorgt die clevere Kabelführung. Mit Mausbandchen. Fetzige Leuchteffekte mit unterschiedlichen Farben, Helligkeit. Fetzige Leuchteffekte! Machen das Spiel noch rasanter. Profi-Gamer sind begeistert von den Programmiermöglichkeiten für Maus und Tastatur, selbst während des Spiels. Auch Makros lassen sich problemlos einsetzen. Damit sind sie bei Flugsimulationen, Rennspielen und anderen Games der King. Der Fnatic Headshot Controller ist das ultimative Set für Gamer. Und wetten, dass er auch als Geschenk gut ankommt? Probieren Sie es aus. Probieren Sie es aus. 980, 55582. Diese Nummer ist ungültig. Ce numéro n'est pas valable. Ach, wir nehmen Pearl an, Alter! Einen hatten sie noch, Alter! Der Fnatic Headshot Controller. Damit geht's frech rein. Ja, ihr habt richtig gehört. Ich habe es geschafft, einen Fnatic Headshot Controller aufzutreiben. Das Ding ist im Internet ein absolutes Meme, bei uns auch. Gab es irgendwie vor 10, 15 Jahren bei Pearl zu kaufen zum Preis von 24,90 Euro. Ich habe das Ding in ganz Europa nicht gefunden, habe es deswegen extra für CSGO HNL importieren lassen. Das Ding hat auf eBay 14,99 Euro gekostet. Denkt man, ja gut, keine so große Ausgabe, du hast schon Mäuse hier bespielt, die wesentlich teurer waren. Aber das Ding aus den USA einfliegen zu lassen, hat zusätzlich nochmal 58 Dollar Porto gekostet. Und weil der eBay-Verkäufer es nicht gerafft hat, das richtig zu deklarieren, musste ich nochmal 40 Franken Zollgebühren zahlen, sodass dieses Ding, was man in Amerika für 14,99 Euro bekommen hätte, für, mich hat es 100 Euro gekostet. Dieses Ding. Deswegen verspreche ich mir davon sehr viel. Wir werden jetzt erstmal versuchen, das zusammenzubauen. Ich habe es jetzt gerade nur aus der Packung geholt. Und das sind hier die 4 Teile. Einmal diese dubiose Maus. Dann haben wir hier diesen komischen Bügel, der zeitgleich als Kabelhalter dienen soll. Und einen Goodie-Bag. Schauen wir mal, was hier in diesem geilen Goodie-Bag drin ist. Was? Nee. Das ist Weltklasse. Wie es aussieht, wird dieses Ding mit Strom betrieben. Da ich es in Amerika bestellt habe, habe ich aber leider nur einen Ami-Stecker bekommen. Ich glaube, ich mache an der Stelle mal kurz einen Cut und gucke, wie ich dieses Drecksding ans Laufen bekomme. Bis später. Ich hasse mein Leben so sehr. Mann, ist das ein Müll! Wichser. So, was ist das für ein Dreck? So, Freunde, es sind gut 10 bis 15 Minuten vergangen. Ihr hört vielleicht schon, meine Laune ist nicht unbedingt besser geworden. Ich möchte mal ganz kurz, ganz ernsthaft hinterfragen, welcher Vollidiot sich so einen Müll ausdenkt. Welcher Spieler, die sagen in ihrem scheiß Werbespot, haben die gesagt, irgendwas von wegen Profispieler schwören auf dieses Produkt, die geilen Makro-Einstellungsmöglichkeiten sind Weltklasse. Welcher Mensch möchte einen Koffer mittragen, der halb so groß wie dein Computer-Tower ist,
möchte sich erstmal 10 Minuten hinsetzen und dieses Plastikmüllding hier aufbauen. Dann hast du noch das Problem, dass dieses Ding offensichtlich nicht clean per USB funktioniert. Denn wenn ich Folgendes mache, ich schließe diese Maus an. Ihr seht, oh geil, die fetzigen Leuchteffekte sind zu sehen. Das Fnatic-Logo ist erleuchtet und hier vorne haben wir auch die Billo-LED-Lampen. Leider haben wir folgendes Problem. Die Maus funktioniert... Was? Ich schwöre euch auf den heiligen Petrus, ich sitze seit 30 Minuten und die Maus ging nie. Ich habe das Ding 10-mal ein- und ausgestöpselt und es hat nicht funktioniert. Jetzt funktioniert es, warum auch immer, ich weiß es nicht. Laut dieser Anleitung, ich weiß nicht warum, braucht man einen Steckdosenanschluss. Wie ihr sehen könnt, hoffentlich. Weswegen ich mich gerade auf den Weg zum Mediamarkt gemacht habe und diese verhurten Adapterteile gekauft habe. In der Hoffnung, dass eins davon funktioniert. Super. Wieder eine halbe Stunde gewastet. Kann ich da wieder zurückfahren und die Dinger umtauschen. Hoffentlich nehmen sie zusätzlich auch nicht an und die 100 Euro sind auch noch weg. Wenn das so funktioniert, warum zum Fick ist da bitte ein Stromkabel dabei? Jetzt funktioniert die Maus. Leider die fetzigen Leuchteffekte nicht mehr, aber auf die scheiße ich jetzt. Ich überlege gerade, ob ich das Ding doch nochmal per Strom anschließe und ihr das mit den Leuchteffekten sehen könnt. Oder ob ich jetzt einfach mich damit zufrieden gebe, dass nach 30 Minuten endlich mal die Maus funktioniert und jetzt so daddel. Ich gehe auf volles Risiko und versuche einmal hier den Stromstecker noch anzuschießen und zu gucken, ob ich hier spielen kann mit der Maus und mit den fetzigen Leuchteffekten. Sehen uns gleich wieder. So, ich bin's wieder, euer Lennart. Das Ding ist jetzt am Strom. Wie ihr seht, habe ich hier 5 Kilo Kabel auf meinem Tisch liegen. Sobald ich das getan habe, passiert hier gar nichts mehr. Ihr hört vielleicht im Hintergrund die Error-Sounds des absoluten Todes. Das Ding blinkt. Die Maus funktioniert natürlich wieder nicht. Sobald ich hier... die Maus wird erkannt. Sobald ich hier was drücke, Achtung, wird hier USB-Connected und Disconnected angezeigt. Ich werde das Ding jetzt wieder so lange einfach rein und rausschöpfen, bis irgendwann die Maus wieder geht und diese doofen Lampen nicht mehr. Komm. Warum habe ich Spacken das vorhin denn auch rausgezogen? Warum? Wisst ihr was? Ich habe langsam die Faxen dick in diesem Müllding. Wirklich. Profispieler schwören auf einen Fnatic Headshot Controller. Gibt es diese Firma noch, die dieses Ding hier sich ausgedacht hat? So, wir machen erstmal hier Sturdy Test. Ja, draufkloppen kannst du. Soweit so gut. Hier Keyboard-Haltung. Die Idee ist ja nicht schlecht. Oh! Nee! So, nicht machen. Nichts mehr machen. Rein gar nichts mehr machen, Lennart. So, komm. Die ist so unvorstellbar schnell. Kann man irgendwie hier dran die DPI einstellen? Nein, kannst du nicht. Was ist das denn hier für eine komische Flanke? Was soll ich damit machen? So, und es geht wieder nicht. Ey. Jeder Mensch, der sich... Also erstmal, du musst schon komplett taub gewesen sein, um nach dieser Werbung, die damals im Fernsehen lief, dieses Ding zu kaufen. Als jemand, der seriös am Computer zockt, du musst ja komplett einen an der Waffel haben, wenn du dir denkst, Alter, geil, diese Werbung hat mich überzeugt. Der Typ da im Fernsehen, der weiß, wovon er redet. Das ist einer, der selber zockt. Dem kann man vertrauen. Dessen Urteil ist vertrauenswürdig. Ich kaufe mir jetzt diesen Fnatic Headshot-Controller. Erstmal Hut ab, wenn man diese Entscheidung so schon getroffen hat. Aber jeder, der das Ding dann vor sich liegen gehabt hat, der hat es doch instant zum Fenster hinausgeschmissen. Du brauchst 1000 Stecker. Die Maus funktioniert nicht. So, ja, keine Ahnung. Ich mache jetzt einen Cut und wir sehen uns hoffentlich gleich in-game, wenn denn dann mal irgendwas funktioniert, ja? Ich habe es jetzt so gemacht. Ich habe, der Stromstecker ist drin. Ich weiß bis heute nicht, wofür der ist, warum man den braucht, ja? Ich habe es jetzt so gemacht, dass ich das Mauskabel direkt mit dem USB-Verlängerungskabel hier an meinen... Ich berühre gar nichts mehr. An meinen Rechner angeschlossen habe. Jetzt funktioniert die Maus. Normalerweise geht dieses Kabel von der Maus erstmal in dieses komische Gerät und dann nochmal über ein anderes USB-Kabel dann in deinen PC. Jetzt habe ich es direkt verbunden, jetzt funktioniert die Maus erstmal. Leider funktionieren deswegen anscheinend die fetzigen Leuchteffekte nicht. Ich hoffe, ihr könnt mir verzeihen. Ich habe es euch vorher einmal gezeigt. Ihr wisst wenigstens, wie die aussieht und ihr könnt euch jetzt vorstellen, wie das denn aussehen würde, wenn ich hier daddeln würde. Die Maus leuchtet, wunderbar. Der Sensor leuchtet irgendwie überhaupt nicht, trotzdem funktioniert die. Man kann die hier irgendwie noch in der Größe... Ah, hier. Die einfach nur ziehen? Was ist denn das für ein Quatsch? Das hält doch gar nicht. Hä? Du kannst die auseinanderziehen, sondern greifst du die und dann ist wieder zusammen. Also, weil man wahrscheinlich hier die Schrauben noch feststellen muss. Egal, ich lasse es so, wie es ist, weil ich froh bin, dass dieses Ding jetzt endlich mal läuft. Und wir gehen jetzt hier ins Matchmaking. Gespielt wird alles außer Cash, weil hiervor hatte ich die vorherige Folge CSGO HNL aufgenommen.
und ich möchte jetzt nicht zweimal Cash in Folge spielen. Erstes Fazit zu diesem Ding. Es mag zwar auch für heutige Verhältnisse gar nicht so unvorstellbar scheiße aussehen, aber welcher Mensch auf die Idee gekommen ist, dass das eine gute Idee ist, auf den Markt zu bringen, ja? Das macht nichts einfacher. Die Idee ist zwar cool, dass du Maus und Mauspad in einem hast, aber ganz ehrlich, wer hat ein Problem damit, eine Maus mitzutragen und ein Mauspad? Der Koffer von diesem Ding ist so groß, dass du 10 Mauspads und 5 Mäuse mittragen könntest. Platzersparnis ist auch nicht da. Das ist halt noch eine, das ist eine coole Idee halt hier, ne? Mauspad, Mausbungee und Maus in einem. Aber ich habe gerade so einen Hass in mir. Ich, also, weiß nicht. Ja, wir spielen erstmal damit, ja? Ich bin gerade fassungslos. So, endlich in-game. Was mir auffällt, die Maus ist ziemlich schwer. Das Komische ist, die ist, wenn ich sie hier so hochhebe, die ist hinten schwerer als vorne. Also so, ich fixiere meine Maus mit dem Daumen und mit dem Ringfinger, wenn ich die halte eigentlich. Die sind ja locker, die Finger. Und wenn ich die anhebe, kippt die so nach unten. Das ist schon mal komisch. Und eine Sache, Hut ab zu diesem Maus-Bungee. Sobald ich hier nach oben gehe, ich komme immer mit meinem Mittelfinger an dieses komisch geriffelte Kabel dran. Das fuckt mich jetzt schon ab. Hier. Ich bleibe mit dem Mittelfinger dran hängen, wenn ich Pech habe. So, dafür muss ich sagen, der Sensor scheint ganz gut zu sein, definitiv besser als bei der letzten Maus, ist aber extrem schnell. Aber ich denke, dass ich trotz der Sachen eigentlich relativ gut damit spielen können müsste. Und wie gesagt, der Sensor ist hier auf dem Mauspad tatsächlich ganz gut. Was mich mega irritiert, ist, dass ich hier mit den Fingern immer an dieses Kabel komme. Und das kann man auch nicht anders machen, weil das Ding hier so eine Gummieinkerbung hat, mit der man das hier reinstecken soll. Das heißt, ich würde es eigentlich gerne noch ein bisschen weiter von mir weg haben, das kann ich aber nicht machen. So wäre das halt optimal, wenn hier das Mauspad wäre, aber dann habe ich halt keinen Platz mehr nach unten. Ich muss es ja hier mittig hinsetzen. Und hier ist das Kabel ständig im Weg. Aber ich denke trotzdem, 15 Kills auf alle Fälle. 20 wäre ich zufrieden. Ich hoffe, dass ein paar mehr werden, denn der Maussensor fühlt sich tatsächlich relativ gut an. Auch wenn ich es nicht gewohnt bin, auf dem Hardcase-Mauspad zu spielen und auch nicht mit einer Maus, die so schwer ist. Von der Form her ist die Maus auf jeden Fall erstmal okay. Dann wollen wir mal. Hello. Hello. Hallo, everybody. Jawohl, nice. Scheint schon mal zu reden, die Mates. Mausrad funktioniert auch. Ich habe leider keine Jump vor beiden Tasten. Maybe contact B? Yeah. Let's go. Maybe headshot everyone? Yes. Nice, wenigstens schon mal Mates, die reden. That's the best shot ever. Ich glaube, ich könnte tatsächlich gut mit dieser Maus spielen, wenn dieses Kabel nicht die ganze Zeit permanent an meinem Finger hängen würde. Das tiltet mich gerade ein bisschen. Mir fällt gerade nicht ein, wie ich das anders machen könnte. It's a one way. Ja. Oh, der geht einfach raus, juckt ihn nicht. I'm blind. Close bow. On balcony. One shot. One shot. Schöne Hits. Ah, schade. Na, der hätte vielleicht nicht einzeln durch die Smoke da rennen sollen vorne. Da waren wir nicht drauf gefasst. Okay, aber noch alles drin. Wie ihr seht, ich spiele jetzt auch 16:9. Ich habe meine Auflösung nicht geändert. In den CSGO HNL-Folgen spiele ich aber immer 16:9, weil das auf YouTube einfach viel besser aussieht. Und ja, da die Maus eh komplett ungewohnt für mich ist, denke ich, dass das für mich kein mega großes Handicap ist, dass ich dann auf einmal 16:9 spiele. Jetzt gerne mal ein bisschen abwarten. Ey, dieses Kabel. Was kann ich machen? Ich könnte das... Ich weiß nicht, wie ich das hinbekomme, dass das weg ist halt. Meine Hand ist so groß, dass ich meine Finger hängen immer so weit rüber bei einer Maus. So kann ich nicht spielen, so ist das ganz komisch für mich. Jawohl, erster Freck. Ja. Minus 5 HP mit Deagle. Short. Window dead. He's backshot and one in connector, I think. Slow. Ah. Hat man einen Kill gemacht. Could we try and execute on A? Do we have smokes for that? I think so. Okay, I can smoke anything. I'll just do jungle. Okay. As much stairs. Okay. Nice. Oh, ich kann die ja gar nicht werfen, wa? Ich hab gar keinen Jump vorbei, da muss ich es ohne versuchen. Well, they smoked as well, so just jump. Yeah, let's wait. Ich glaube, die müsste ich ohne Jump Throw Band auch einigermaßen hinbekommen. Ich hoff's. They don't have that much utility left on A. Ja, verwerfen echt schon früh ziemlich viel.
Okay. 22. For now, let's go. Okay, okay, nice, sehr schön. Good job. Jungle in Connector. Oh, ich hab die Bombe. Und ich verbrenne. Scheiße. Hello. Onside, onside, onside. Nice. Fuck. Ich hab nicht gesehen, dass da zwei Molos lagen. Und ich glaube, die haben sich teilweise überlappt, deswegen habe ich so schnell Doppelschaden bekommen. Ah, das war Holz. Aber ich hatte Angst, dass wenn ich jetzt rechts um den Molo rumrenne, Check City. Dass da eine Lücke war für die Jungle Smoke. Aber Holz, egal. Die haben die Runde. Good job. Übrigens, wenn jetzt irgendjemand 1G in die Kommentare geschrieben hat, meiden. Das passiert auf Twitch auch immer wieder. Leute, wenn ich verbrenne an einem Molotow, schreiben Leute 1G. Das hat nichts mit fucking 1G zu tun, wenn man von einem Molotow stirbt. Außer es ist sein eigener. Dann darf man 1G posten, sonst nicht. Kerrigan? Oh, komm, bitte kommt der. Yes. Good job. Pink is Shadow. All inside. Molotov. Clocking. Wo ist der? One stairs. Hä? Der hat nicht gebrannt? City? I've got three. City stairs in the wrong. Close City. Got him. Ja, so an für sich, der Sensor ist gut, die liegt einigermaßen gut in der Hand, die Maus. Ist für meine Fall, ist für mich persönlich ein bisschen zu schwer, nicht ein bisschen zu schwer, ich glaube, die ist wirklich doppelt so schwer wie meine Zoe. Das, was am meisten abfuckt, ist dieses Kabel hier. Das soll als Mausbungee dienen, aber es ist irgendwie zu lang. Das halb so lang hätte auch gereicht. Also, auf die Range geht's, aber du spielst ja hauptsächlich hier in der Mitte und das ist halt einfach störend, irgendwie das Kabel. I'm going short. Short dead. Careful that one guy in under. Oh, you push me. Nice. Yeah. Last guy is CT spawn or something. Took the AK. Did you zoom in a window? Also ich muss. Die ist echt nicht schlecht, die Maus. Für den Preis. Der war halt, weiß ich, ja gut, das sind jetzt $15,99, sind irgendwie 14 Euro, damals 25 Euro im Teleshopping. Da kriegst du schlechtere Mäuse von, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ob ich jetzt hier das Maus-Bungee spielen würde, ist fraglich. Okay. Man hätte es noch kompakter machen können, finde ich. Ich überlege auch gerade, ob ich diesen Bogen hier abmachen will, damit mich das Kabel an der Hand nicht so sehr stört. Aber ansonsten muss ich sagen, das Ding ist wirklich nicht schlecht eigentlich. Schreibt mir mal, jetzt mal ohne Scheiß, schreibt mal in die Kommentare, hat jemand dieses Ding früher wirklich gehabt? Ich meine, hier schauen ja auch Leute zu, die tatsächlich damals schon Fernsehen geschaut haben, für die das als Zocker in Frage kam. Hat jemand dieses Ding mal wirklich clean gehabt und damit gezockt? I sneaked out, ey. One is jungle. Yes. A window. I'm out, eh, chill. What the fuck? Ah, jungle 10 HP. One despawn. Mist. Ah, pusht der da in dem Moment nicht, da hätte ich an dem Window vorbeisneaken können und hätte komplett B von hinten aufräumen können. Ich hätte nicht auf den geschossen. Schade. Nice. Ich überlege gerade, ob ich das machen will. Ich glaube, ich mach's mal. Ich mach mal hier diesen komischen Bogen ab. Ah. Ne, wisst ihr was? Sorry, das nervt mich, das stört mich. Oder ist das Cheating? Ich weiß jetzt nicht halt. Ich meine, ich bespiele ja noch immer die Maus. Meine Idee wäre es gewesen, dass ich mein normales Maus-Bungee jetzt nehme, das dahinter stelle, hier das Kabel reinklemmen. Ich hoffe, das sieht man überhaupt. So. Ja, so wäre das halt mega komfortabel. Das könnte man echt spielen. Ich hoffe, ihr seht das jetzt auf der Kamera. Also hier mein normales Maus-Bungee, da klemme ich dann so das Kabel rein, stelle das einfach hinter den Headshot-Controller. So könnte ich halt mega gut spielen. Warum haben die das nicht so gemacht? Also dieser komische Bogen, der hier als Maus-Bungee dient, der ist echt mega nervig. Ich werde jetzt mal eine Runde so spielen, um hier vielleicht mal richtig was zeigen zu können. Ich hoffe, dass ihr mir das nicht zu übel nehmt, aber weiß ich nicht. Das Kabel ist da wirklich mega schlecht positioniert irgendwie.
Die haben es halt so gemacht, dass es, wenn ich meine Maus hier ganz an den Rand ziehe, noch lang genug ist. Aber wenn du hier ganz in der Mitte spielst, dann ist es halt einfach nervig, das Teil. So, mal schauen. Window left side. Gucken wir mal, ob ich hier mal ein bisschen schmück's. Right side window. He's dead. Better room. Better room is hurt. Okay, zwei auf A. Default on A side. Ich meine, dies für mich noch immer zu... Oh, warte mal, hier Minus und Plus. Kann ich damit vielleicht die Sense einstellen? Muss ich gleich mal schauen. Aber die ist für mich noch immer ein bisschen schnell, die Maus. Oh, sorry. Ja, also wenn sie das Maus-Bungee, das Kabel nicht gerade gemacht hätten, sondern so nach hinten gebogen ein bisschen, so ungefähr, dann wäre das optimal. Also wie standardmäßig ist, fuckt das ein bisschen ab. Ich habe hier noch zwei Maustasten entdeckt, Minus und Plus. Ich denke, damit kann... Wird das schneller damit? Jo, Tatsache. Oh ja, oh, cool, guck mal hier, du kannst doch die Sense einstellen. Ja, nice. Cool, dann kann ich hier vielleicht doch nochmal in die Settings gehen. Also tatsächlich noch ein Feature, was das Ding hier hat. Ich glaube, sonst zocke ich immer so mit 1,3. Ja, das fühlt sich jetzt fast natürlich für mich an. War jetzt vielleicht noch immer ein bisschen schnell für meine Verhältnisse. Connect the Lloyd-Spiel. Connect one. Okay, nur für den Fall, dass es irgendwer als Schummeln ansieht, baue ich das aber mal so auf, wie es ist. Oder wie es gedacht ist. Aber ich muss euch sagen, designtechnisch hätte man das auf jeden Fall besser machen können. One seat. One slatter room. Can you boost me in window? Pretty sure one guy is window. Warte jetzt auf den einfach. Closing in front of triple box. Der im Window war noch nicht der Typ, den ich gerade kurz gesehen habe. Hoffe ich. Oh, war er doch. War doch die ganze Zeit schon da drin, Leute. Okay. So, wie sieht's aus? 746. Also zum einen überrascht mich die Maus. Zum anderen enttäuscht sie mich aber auch ein bisschen. Aber es ist definitiv eine Maus, mit der man tatsächlich zocken kann. Ich meine, ist auf Gaming ausgelegt, aber... Ja, hier ist so ein Truck. Aber das Ding war halt von Beginn an, ich glaube, seit es damals bei Pearl in der Werbung lief, war das Ding schon ein Meme. Damals gab es noch gar keine Memes und das Teil war schon ein Meme, der Fnatic Headshot Controller. Oh, schade. Aber 6 Runden auf T-Seite ist schon ganz gut eigentlich. Geld haben wir auch des Teufels. Deswegen gehe ich jetzt einfach mal eine Runde auf die AWP und gucke, ob ich Action Frag machen kann. On side dead, maybe shadow. Stairs? One more stairs. Nice. Oh, what the fuck? Wie kommt der denn raus? Also mal CT reinflashen, weil er wahrscheinlich von kommt, da kommen wird. Oder er speichert, ja, kann auch sein. Hat er recht. 40. Ich glaube, ich mach dasselbe einfach nochmal. Wieder ein ganz guter Action-Spawn, nicht optimal, aber wenn ich Glück habe, hat der CT, der da zur Treppe crossen will, auch einen schlechten Spawn. Dann könnte ich den machen. Flashing mit. Pushing A-Slope. Maybe one more. He didn't have a gun. One drunk. Okay, der hat. Achso, der hat gespeichert. Dann hole ich die Bombe. Rest of the guys should have an eco. One guy deep seat. Bisschen Angst, dass einer A-Haus gepusht ist gerade. Zeit hätte er gehabt. Deswegen machen wir mal einfach den hier. So, jetzt nochmal ein Smoke in Arsch und go. It could be in Apps. I'm holding it. Nice. Sauber, Mann. No. Was another eco, I think. One pushed underground. He's close. Close first box. Sehr schön. Nice, Mann.
Ich meine auch in dem Match wieder, die Mails sitten auch gut rein. Reife sogar ganz gut dabei. 10 für 8. Nice. Auf der anderen Hand die Gegner auch nicht so krass. Also da spielen wir in den Faceit Cups in letzter Zeit gegen deutlich bessere Gegner. Wobei ich auch das Match davor mit der flachen Maus, wo ist sie denn? Liegt die hier nicht mehr? Doch, hier. Ich hoffe, ihr habt die letzte Folge gesehen. Wenn nicht, checkt die auch nochmal ab. Ich hoffe, ich denke dran, hier eine Videocard reinzumachen. Ich habe mit dieser Maus gespielt. Das ist so eine Checkkartenmaus ohne Mausrad hier in der Mitte. Das Mausrad ist hier an der Seite. Das war auch dubios. Und da hatte ich auch, obwohl ich dachte, dass mein Global relativ safe ist, habe ich gegen ein paar Supremes gespielt. Also kann ich mir vorstellen, dass jetzt direkt das nächste Match danach, dass ich hier auch vielleicht gegen eine Supreme Lobby spiele. Das ist auch wirklich meine Maus, mit der ich mit der AWP auch ein bisschen spielen kann. Deswegen. Auch die Spawns sind auch gnädig. Also heute ist echt ein guter Tag fürs Matchmaking, glaube ich. Deswegen gehe ich in der letzten Runde jetzt mal auf den First Track in der Mitte einfach. Ah. Sehr schön. Die stehen auf A, aber wirklich schlecht. Der kann Action raussneaken und kann ihn einfach der Treppe killen. Also die A-Deckung von den Dudes ist aber wirklich überhaupt nicht gut. Der ist auch tot gleich. Later! Running in front of triple. See them. Ay. Flashing. City is covered, Elvin. City end. Top connector. Mid connector area. Hit 63. Nice, good hand. Läuft doch, ey. Weil es keine überragende Hälfte von mir, aber wann immer ich eine positive KD hier habe mit ungewohnten Equip, bin ich eigentlich ganz zufrieden damit. Trilux, do you make some YouTuber videos? Yes, I'm recording one right now. I'm playing with a like very shitty mouse. Ah, okay. Oh, really? I just thought your name is included. Yes. You can okay. Greet someone if you want. What's that shitty mouse? Have you ever heard about the Fnatic headshot controller? No. Okay. They are mid. No one be up, sit. Short. Ach, mit der USP hätte ich den noch gehabt. Short. Okay. Ball's going short. No one be. Nice. Ich meine, in Amerika scheint er auch bekannt zu sein, wenn man den da nach wie vor als Artikel kaufen kann, der sich nicht gut war, der nicht verkauft wurde. In Deutschland wurde der damals über Pearl.de verkauft. Nicht gesponsert. Gibt's Pearl überhaupt noch? Doch, die gibt's noch, oder? Pearl, ich weiß gar nicht. Aber ich weiß nicht, ob man den in anderen Ländern kennt. I'm very low. Nee. Nice. Short. Short. Spielt ihr zurzeit die USP oder die P2000? Also ich hatte eine Phase, wo ich mit der USP gar nichts getroffen habe. Wo ich sagte, fuck, ich treffe eh nichts mit der Pistole, dann nehme ich lieber die mehr Schuss hat, um halt Dauerfeuer geben zu können. Aber ich glaube, mit der USP hätte ich da Mitte oben gerade einen gehabt. Weil soweit, mindestens einmal war ich doch gerade drauf bei den Shots. Testen wir mal mein Aim mit dem goldenen Koi in der Mitte, mit dem Hiding One Tapsen Sticker. Oh, und da kommt er mit. CZ, Alter! Ab mit, Leute, Spiel. Two people. CZ ist auch noch so eine Waffe, da müsst ihr irgendwas mitmachen. Also ich spiele sie selber auch gern, ich feiere mich auch immer heftig, wenn ich in der Anti-Eco mit der 2-3 Frags mache und die Runde dadurch irgendwie entschieden wird. Aber die ist zu stark. Die ist einfach zu stark. Das kann nicht sein, dass er da Mitte oben im Vorbeistrafen, im Seitlichrennen mir da zwei Hits waren dazu, ne? Ja, zwei Headshots gibt. Aua. Bench one. One kitchen. Ah, zu früh geschossen. Ach, scheiße, habe ich zu früh geschossen. Ich dachte, ich kann den vielleicht einen Headshot lang. Okay, 4-1, das reicht für M4 und Kevlar. Oder gehe ich auf die Scout in der Mitte? Sind. Top mid, one is low. Den hätten wir haben können. Was? One more low. Und ich krieg den Smog. 5 HP, top mid one.
Oh, sehr nice. Ah, und das ist die 5 HP-Ratte, die überlebt. Lass es Short 5 jetzt spielen. Maybe later on. Ah, die stehen gut, das haben sie. Wisst ihr, ich hab gerade kurz bevor ich das Video angefangen habe, einen Tweet gepostet, habt ihr vielleicht gesehen damals, wo ich ein Foto von meinem Setup hier mit dem Headshot-Controller mache. Und ich krieg gerade eine Nachricht von Dalu per Twitter, ob ich ihm sagen könnte, was das für ein Ding ist. Will er sich das Ding echt kaufen? What the fuck? Ich suche jetzt das Video raus und schicke ihm das einfach. Sorry. Shadow. 5 HP. Nee, oder? Zeit. Nein, er klatscht mit 5 HP. Das war ein Ace sogar fast, glaube ich, oder? Oh Mann, ey. Der hat mich gemacht, der hat den auf kurz gemacht, der hat die beiden gemacht. Oh Mann, ey. Ja, sowas darf nicht weg sein, ey. 5 HP und der macht, da noch den fast 1-on-3 Klatsch fertig. Was lauf? Alles top mit, he saw me. Und Beat. Shadow dead. Bei Anabase. Smoking one. So, wie komme ich jetzt hier weg? Wie komme ich hier weg? Nated short, I got 15 HP. Top mit, right side. Fuck. Beat's clear. Ah, minus 26, minus 40, minus 30. Minus 40, minus 30, oh, nee. Minus 26. Nice. Ah, 2 CT. One Shadow, one CT. Lomme. Shadow. Nice try. Passing B. Zu viel sein, aber ich mach's. Ah, oh, so knapp! So fucking knapp! Shit! One in front of Beast, under pass. Ah, shit, fuck. Das wäre ein wichtiger Kill noch gewesen. Lol, sehr schönes Timing, top. Und wieder 1-on-3. So, das kann jetzt nicht weg sein. Reißt euch zusammen. What the fuck? Nein, oder? Komm, wir können den richtig schön sandwichen. Das darf nicht wieder weg sein. Geht zusammen, geht zusammen. Komm, 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 komm. Schön, nice, Avi. Alvin. Did you see that? Auf geht's. 5 Runden noch, wo bin ich denn? Gut. Noch nicht letzter. Aber sicher bin ich auch nicht. One more top mid. I'm watching underground, if you're watching mid. Yep. Jetzt bin ich hungrig. Yes! Nice low. Out slow. Ah, oh, and in front of the apps. Nein! Nice, komm. Du hast einen Smoke. You have a Smoke? Nutz die Smoke bitte, wenn du kettest. Nein, nicht close smoken. Boah, das könnte gut sein, da muss er rauspushen. Ah. Nice try, man, nice try. Scheiße. In so einer Situation, wenn du die Chance hast, den Gegner abzusmoken oder auf die Bombe. Ich würde sie immer auf die Bombe werfen. Ja, was er gerade sagt. Weil dann hast du. Ja, dann hast du halt die Chance, dass er dich in der Smoke nicht trifft. Das finde ich immer die bessere Wahl, als den Gegner zu versuchen abzusmoken. I need help! Thanks, guys. He's low. Nein, oh, dieses Timing. Ich wollte gerade nach A schieben, weil ich mir sicher war, dass sie ein A-Split spielen über Mitte oben.
Und eine Ratte ist Untergrund. Fuck, Mann, es wird doch nochmal knapp. Vielleicht gehe ich mal lieber hin. Short Low HP. Ach, 88 in 4, Mann. To left, warte mal, ist 10 HP. Ach, Dreck. I'm sorry. I drop my weapon and connect that's an M4. Oh, das ist stark. Jetzt rein. Eieiei. Was haben wir gemacht? 10-5 zur Halbzeit, ne? Ja, 10-5. Ist Slope clear. Scheiße. Good job. You try? Bonus planet for banger. To the left. Close to kitchen. Echt einen Banger kennen. Ich habe gerade echt überlegt, ob ich einfach von links versucht durchzukippen. Mist, ey. Ja, wenn wir das verlieren, das ist dann richtig, richtig ärgerlicher Los. Ich glaube, gefickt hat uns die Runde, wo der 1-on-3 mit 5 HP die Runde geholt hat. Wenn wir die gehabt, wären die Moneyfuck gewesen. Wir hätten noch Waffen gehabt. Aber das ist halt einfach CS. Das kann ein so eine Runde sein. Ein so eine mega dumme, ärgerliche Runde, die dann das komplette Match bumst. Das wäre aber richtig ärgerlich, wenn es die ist. Okay, ich mach mal einen Felix. Körniger. Ah! Und der Pass. Erbs. Fuck. Mobby Erbs. Ah, jetzt trifft aber keiner mehr was. Scheiße. There's two guys there, though. Letzte Runde und jetzt. Ah, fuck. M4 kann auch nicht mehr speichern. Ich probiere nochmal einen Move und versuche die irgendwie zu überraschen. Use me. No shot. Alter. Letting crap. Shit. Ja, yeah, I'm smoking. Probably shit, that's all. Got it. Mommy. Out ramp. Oh shit, ja. Yeah. Ich sehe Tetris. Connector. Ach man, ich dachte, er guckt Mitte. Ramp up. Ramp. Inside. Oh, der Lacker, lol. Ramp and Ballas. And Connector now. Close to 8. Too close to 8. Schade. Dafür, dass wir 10-5 gemacht haben, war das nicht so gut, wa? Und ich schieb's echt auf die eine Runde, wo ich es nicht geschafft habe, den komplett wegzumachen in der Mitte. Der hat noch 5 HP und der macht 1-on-3 mit nur einer AWP in der Hand weg. Der hat halt irgendwie eine Nate gefehlt oder so. Das ist ärgerlich, muss ich sagen. Mit meiner Leistung bin ich nicht mega zufrieden. Katastrophal war es auch nicht. Ich war Zweiter aus meinem Team von 5. Mit einer Maus, die ich noch nie vorher gespielt habe. Mit einem, ja, komisches Setup. Leider auch heute nicht positiv, aber keine Ahnung, weiß nicht. 19-4-21 ist okay, würde ich sagen, dafür, dass ich das noch nie gespielt habe hier. Ja, schade. Mal gewinnt man, mal verliert man. Weil wir eigentlich sicher, dass wir es noch holen nach der T-Hälfte. Eine CT-Runde nur geholt. Eieiei, das war nichts. Schade. Ich hoffe trotzdem, dass es euch gefallen hat. Wir kommen jetzt abschließend nochmal zum Fazit zu dem Fnatic Headshot Controller. Und dann würde ich mich wie immer selber eine Bewertung freuen. Vielen Dank fürs Zusehen. Und wir sehen uns im nächsten Video. Dann jetzt abschließend wie immer mein Fazit zu der Maus. Vielleicht höre ich mich ein bisschen anders an. Das Fazit recorde ich jetzt schon aus der neuen Wohnung, wenn das alte oder die Aufnahme noch aus Vias Elternhaus stammt. Haptik gebe ich die Note okay. Die Maus liegt nicht schlecht in der Hand. Was es für mich persönlich aber versaut hat, war dieses Maus-Bungee-Kabel, was halt immer für mich komplett im Weg war und ich bin immer mit dem Mittelfinger an diesem Kabel hängen geblieben. Wäre das nicht gewesen, hätte ich da wahrscheinlich sogar die Note ganz gut gegeben. Denn die Maus an für sich hatte für meinen Handtyp und für meinen Griff eine ganz angenehme Form. Und ja, ich hätte mit dem Ding eigentlich ganz gut spielen können, muss ich sagen. Weiter machen wir dann mit dem Sensor.
Da habe ich gerade überlegt, was kann ich da eigentlich geben? Ich hatte nicht einmal ein Problem mit dem Sensor. Ich denke, der wird nicht so gut sein wie jetzt mit einer modernen 80-Euro-Maus, aber ich habe kein Problem gehabt. Ich habe nicht einmal gemerkt, dass da was nicht stimmt. Und deswegen gebe ich hier die Note geil, weil wenn ich kein Problem feststelle, ist der Sensor gut und man kann damit spielen. Deswegen gebe ich hier die Maximalnote geil. Die Verarbeitung von dem Fanatec Headshot Controller. Ihr habt es gesehen, sehr viel billiges Plastik. Ich meine, bei dem Preis darf man natürlich nicht allzu viel erwarten. Auseinandergefallen ist es nicht. Die Unterlage, das Hardcase-Mauspad an für sich, ziemlich stabil. Habt gesehen, ich habe da zwei, dreimal auch nicht drauf gekloppt, das hält schon. Dieser Bügel kann ich mir vorstellen, dass der schnell abbricht. Die Maus, ja, auch nicht ultra hochwertig, ist okay. Und direkt danach das Preis-Leistungs-Verhältnis, muss ich sagen, ist ganz gut. Also ich habe es, na gut, man muss natürlich sagen, ich hätte da nur 15 Euro für bezahlt. Dazu kamen noch Portokosten und so weiter, dass das Ding mich am Ende weit über 100 Euro gekostet hat. Da gehen wir mal vom Originalpreis aus. Da denke ich, dass man für das, was man da bekommen hat oder jetzt noch bekommt, kann man eigentlich nicht meckern. Und deswegen gebe ich hier auch mal eine, denke ich, relativ faire Note mit der Note ganz gut, auch wenn der natürlich nicht perfekt ist. Aber man kriegt schon ein bisschen was für das Geld, was man bezahlt. Die Optik. Musste ich auch ein bisschen überlegen, was ich hier für eine Note gebe. Ich meine, das ist natürlich immer Betrachtungssache. So, manche werden sagen, das Ding sieht scheiße aus der Hölle. Ich finde das absolut geil. Es ist ein Meme, es ist ein Klassiker. Es ist der Fanatec Headshot Controller. Und da muss ich einfach die maximale Note geil geben, weil wann immer ich den auf irgendeiner LAN sehen würde auf dem Tisch, ich würde es komplett feiern. Und deswegen gebe ich hier die maximalste Note. Absolut geil. Spaßfaktor vom Fanatec Headshot Controller. Wenn man mal die anfänglichen Schwierigkeiten außer Betracht lässt mit dem Aufbauen und so. Wenn er denn dann mal läuft, macht schon Spaß, finde ich. Da zieht es mir persönlich auch das Kabel wieder ein bisschen runter, aber ansonsten ist das halt ein geiles Teil, hat Spaß damit gemacht zu spielen und deswegen gebe ich hier die Note ganz gut. Und ich denke, wenn wir das uns jetzt mal hier overall anschauen im Rating, das könnte in der Serie HNL bislang das beste Overall-Rating sein vom Fanatec Headshot-Controller. Ich habe natürlich nichts anderes erwartet von diesem absoluten Premium-Produkt. Hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Ich danke euch fürs Zusehen und wir schauen mal, was ich hier in der nächsten Folge für ein nettes Produkt bespielen darf. Vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns im nächsten Video.